In diesem Video wollen wir uns mit der sogenannten Produktmatrix auseinandersetzen. Das heißt, wir wollen sehen, wie man zwei Matrizen miteinander multiplizieren kann. Wir bleiben in dem Kontext der Kantine. Wie im letzten Video haben wir einen Zustand A, steht für ein Tagesgericht. Ein Zustand B steht für das vegetarische Gericht. Und Zustand C steht für einen Eintopf. Und wir betrachten einen Übergang vom Montag auf Dienstag und dann nehmen wir die Übergangsmatrix von dem letzten Video, die Übergangsmatrix O mit folgenden Einträgen. Jetzt sieht es etwas besser aus. Und jetzt kommt etwas Neues dazu. Der Übergang vom Dienstag auf Mittwoch soll von einer neuen Matrix, von einer neuen Übergangsmatrix dargestellt werden. Diese möchte ich einmal blau markieren und dort lauten die Wahrscheinlichkeiten folgend: 0,4, 0,4, 0,2, 0,1, 0,6, 0,3, 0,3, 0,005, 0,65. Am Montag übernehmen wir auch die Verteilung vom vorigen Video. Die Hälfte der Menschen, also 0,5, sind bei dem Tagesgericht, 30% bei dem vegetarischen, 20% beim Eintopf. Diesen Zustand markiere ich rot, damit wir später nicht durcheinander kommen. Die Verteilung am Dienstag kann man mit Hilfe des Zustands Z1 bestimmen. Das ist die Übergangsmatrix U mal den Zustandsvektor Z0. Auch diese Verteilung kennen wir vom vorigen Video. Da sind 32,5%, 39% und 28,5%. Und wenn wir die Verteilung am Mittwoch haben wollen, können wir die Verteilung mit Hilfe des Zustandsvektors Z2 hinschreiben. Das ist nichts anderes als die neue Übergangsmatrix mal den Zustandsvektor Z1. Nun schreibe ich alle Einträge der Matrix V in blau. Und diese Einträge sollen mit den Werten des Zustandsvektors Z1 multipliziert werden. Hier also 0,325.
Dann 0,39. Und schließlich 0,285. Das ergibt den Zustand 02545 037825 036725. Jetzt habe ich die Farbe nicht gewechselt, diesen Zustand. Möchte ich doch schwarz markieren. Jetzt haben wir die Verteilung am Mittwoch erfolgreich berechnet und die Frage lautet, ob es vielleicht eine Matrix gibt, sodass wir den Zustand am Mittwoch direkt berechnen können. Also gibt es eine andere Übergangsmatrix? Sagen wir, die soll W heißen, mit folgender Eigenschaft, dass dieser Matrix W mal den Zustandsvektor Z0 uns direkt die Verteilung am Mittwoch gibt. Wenn man sich das etwas genauer anschaut, haben wir folgendes. Z2 ist nichts anderes als die Übergangsmatrix V mal Vektor Z1. Das heißt V und jetzt ersetzen wir Z1 durch U mal den Zustand Z0. Wenn wir das jetzt vergleichen, sehen wir, dass die Matrix W sozusagen ein Produkt von V und U sein musste. Also die Matrix W, wenn wir unsere Notation beibehalten wollen, musste sowas sein wie V mal U. So, jetzt kommen wir dazu, weshalb ich die Matrizen und den Zustandsvektor Z0 farbig markiert habe, um mir die Schreibarbeit zu erleichtern, werde ich die Einträge der Matrizen und Zustände mit Buchstaben abkürzen. Und damit wir nicht zu viele davon haben, werde ich sie auch mehrfach belegen. Und damit wir nicht durcheinander kommen, werden die Einträge der Matrix V blau markiert, der Matrix U schwarz markiert und die Einträge des Zustandsvektors Z0 rot markiert. Nun schreiben wir diese Rechnung auf, V mal U mal Z0. Heißt die Matrix zuerst in Blau mit den Einträgen A, B, C, D, E, F, G, H und I. Dann kommt die Matrix U in Schwarz, A, B, C, D, E, F, G, H und I. Ja, das bedeutet, dass das blaue A und das schwarze A unterschiedliche Variablen sind. Und schließlich in Rot den Zustandsvektor Z0 mit den Einträgen Rot A, Rot B, Rot C.
So, nun führen wir die Rechnung durch. Die Matrix V lassen wir erstmal stehen. Die Einträge bleiben unverändert: A, B, C, D, E, G, H und I. Und nun kommt die erste Multiplikation. Wir nehmen die Einträge der Matrix U und multiplizieren diese mit den Einträgen der Matrix des Zustandsvektors Z0. Das heißt A, B, C in Rot, Rot A, Rot B, Rot C, Rot A, Rot B, Rot C. So, jetzt wird es nochmal etwas unübersichtlicher. Wir müssen die Einträge der blauen Matrix, der Matrix V, mit den Einträgen von diesem Vektor multiplizieren. Ich schreibe daher die Einträge der Matrix V, A, B und C, D, E, F, G, H und I. Und diese müssen mit den Einträgen von diesem Vektor multipliziert werden. So brauchen wir also eine Menge Klammern. Dann können wir auch die Klammern von dem neuen Vektor dazu nehmen. So, jetzt kommen die Einträge hier. Also A, A, was fehlt, sind noch die Einträge, die von dem Zustandsvektor Z0, also die roten Einträge, fehlen uns noch. Damit sind wir fertig. Die beiden Matrizen und der Zustandsvektor wurden erfolgreich miteinander multipliziert. Ich würde es aber gerne anders schreiben, damit wir eine Systematik dort sehen. Also, jetzt möchte ich die Einträge so sortieren, dass wir die roten Einträge ausklammern. Ich möchte die Einträge A, B, C, A, B, C, A, B, C haben, weil A, B, C unser Zustandsvektor Z0 war. Und davor möchte ich die Einträge haben, die aus der blauen Matrix V und der schwarzen Matrix U kommen. So, dann müssen wir uns gleich richtig konzentrieren, damit wir nichts übersehen. So, jetzt suchen wir nach den blauen Einträgen in der ersten Zeile, die mit roten As multipliziert werden. Da haben wir einmal hier A, blau A mal schwarz A mal rot A. Das bedeutet, ein blaues A kommt auf jeden Fall vor. Dann haben wir blau B, schwarz D, rot A, also ein blaues B. Dann C in blau mal schwarz G mal A, also einmal C. Dann die zugehörigen schwarzen Einträge, die Einträge der Matrix U, also ein A, ein D und ein G. Analog gehen wir bei den Einträgen, die ein B erhalten, also blau A mal schwarz B mal rot B, blau B mal schwarz E mal rot B, blau C mal rot H mal
Rot B. Ich schreibe erstmal alles so hin. Und hoffe, dass die Systematik, wie das Ganze zustande kommt, mittlerweile klar ist. Und nun kommen die Einträge, die von der Matrix U kommen. So, damit wäre zumindest die Umformung fertig. Also wir machen Folgendes. Wir müssen Folgendes multiplizieren. Blau A mal Schwarz A mal Rot A. Dann gibt es ja weitere Einträge. Blau B mal Schwarz D mal Rot A und Blau C mal Schwarz G mal Rot A. All diese Einträge erhalten ein A. Das A habe ich hier ausgeklammert. Was bleibt es dann? Blau A mal Schwarz A, Blau B mal Schwarz D und Blau C mal Schwarz G. Die habe ich dann ausgeklammert und das gleiche habe ich für alle anderen Einträge, das Ganze sortiert. Dies hat nun den Vorteil, dass man A, B und C als Vektor herausziehen kann. Und was bleibt, sind die Klammern als Einträge einer Matrix. Wechseln wir wieder zu Schwarz und schreiben die Klammern ab. So, die blauen Einträge. Und noch die Einträge, die von der Matrix U stammen, also die in Schwarz geschrieben werden müssen. Und die Pluszeichen nicht vergessen. So, das bedeutet, dass dieser Vektor hier nichts anderes ist als die Matrix mal den Vektor hier. Das bedeutet, dass die Matrix hier nichts anderes ist als unsere gesuchte Produktmatrix. Also diese Matrix hier ist das gesuchte W mit der Eigenschaft, dass es sozusagen dem Produkt von V und U gleichen muss. Auf den ersten Blick sieht diese Matrix sehr unübersichtlich aus. Wenn man aber ganz genau hinschaut, die blauen Einträge sehen jedes Mal aus wie die Einträge der blauen Matrix. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, B, C, C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, B, C, D, E, F, G, H und I. Das bedeutet, dass wir den ersten Eintrag der ersten Zeile von Matrix W mit Hilfe der ersten Zeile der Matrix V bekommen. Und wenn man sich anguckt, woher kommen die schwarzen Einträge, die entsprechen der ersten Spalte der Matrix U. Das bedeutet, dieser Eintrag hier ist nichts anderes als die erste Zeile ABC multipliziert mit der ersten Spalte A, D, G. Der zweite Eintrag der ersten Zeile ist die erste Zeile der Matrix V mal die zweite Spalte der Matrix U. Also A mal B, B mal E und C mal H. Jeweils mit einem Pluszeichen dazwischen. Der dritte Eintrag der ersten Zeile ist die erste Zeile von V, ABC, mal die dritte Spalte von U, CFI.
Wenn wir die zweite Zeile der Matrix W, also der Produktmatrix, bekommen wollen, nehmen wir die zweite Zeile von V und multiplizieren diese mit der ersten Spalte von U. Also D mal A, E mal D, F mal G. So D mal A plus E mal D plus F mal G. Und so weiter. In der dritten Zeile multiplizieren wir die dritte Zeile mit den jeweiligen Spalten der Matrix U. So, jetzt merke ich, dass ich eine kleine Sache ergänzen muss. An dieser Stelle habe ich die Pluszeichen vergessen.